Ich sollte davon eigentlich mal ein Foto machen. Das war arschknapp. Musst du gerade richtig hinbekommen. Ciao. Okay, ciao. Arsch. Ich versuch's nochmal. Obwohl, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das war's so erstmal für die erste Folge. Ich geh erstmal wieder hoch. Machen wir das dann anders, wenn ich ein bisschen kräftiger bin. Ich brauche auch bessere Waffen und die kriege ich auch nur, wenn ich solche Wächter kille. Und wenn ich solche Wächter nicht killen kann, weil ich die Waffen dafür nicht habe, ist das so ein bisschen paradox, oder? Wir sind kurz vor unserer 30er-Marke. Und den nächsten Schrein, den ich eigentlich machen möchte, wäre ein anderer. Aber ich glaube, ich teleportiere mich jetzt erstmal zum Hattel-Institut und werde dann erstmal Bescheid geben. Ey, die Monster sind tot. Mal gucken, was ich von denen bekomme. Bestimmt wieder nicht. Nicht. Die nächsten Schreine, die ich machen möchte, wären dann an sich, ich gehe das gerade ein bisschen nach Plan durch, wären dann an sich die Ingoronia. Ich brauche dafür auch keinerlei Story beachten. Die einzige Story, die ich beachten muss auf dem Weg zu einer Story-Sache hin, ist halt eben bei den Zoras. Und da tue ich mich halt ein bisschen schwer. Ich will halt noch nicht wirklich viel von der Story zeigen. Erst so viel wie nötig, wie ich zeigen kann. Ich möchte das Display nicht in die Länge ziehen. Das auf keinen Fall. Ich möchte einfach nur mit der Story anfangen, wenn ich mich dazu bereit fühle, diese Story zu machen. Und das fühle ich mich erst durch einen bestimmten Gegenstand aus meiner Sicht. Wobei dieser Gegenstand auch nicht dazu nötig ist, um das Spiel durchzuspielen. Oh! Die Schafe haben sich wieder beruhigt. Sie scheinen zu spüren, dass keine Gefahr mehr droht. Hast du dich einfach um die Monster gekümmert? So ist es. Das habe ich mir gedacht. Die Schafe haben sich wieder beruhigt und da wollte ich. Ich meine, wie sage ich es nur? Also danke. Es ist nicht viel, aber zumindest nimmt es auch nicht viel Platz weg. Milch mal 10. Diese Milch wird von den Hattenokühen und weißen Ziegen Hatteno gewonnen. Kann pur genossen oder in Suppe oder Eintopf gegeben werden. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Also, wenn du magst, dann komm doch mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Aber du musst nicht. Schabernack mit Schafen geschafft.
Nee, eine andere Idee wäre auch erstmal das Akala-Institut zu schaffen. Obwohl ich gerne noch an dieser eine Ausrüstung rankommen würde. Wo warten die nochmal? Also eine dieser Ausrüstungsgegenstände vermute ich hier, beim schweren Ding, oder halt hier. Die Markierung lasse ich erstmal bestehen. Ich meine, hier wäre auch noch irgendwo ein Schrein gewesen, den man aktivieren müsste. Ein Schrein wüsste ich auf jeden Fall noch hier oben. Ein Schrein ist genau hier. Hier ist Taburasa später. Man sieht das auch schon mehr oder weniger angedeutet. Wisst ihr, auf welchen Inseln ich noch nie war? Im ganzen Spiel? Ich habe das Spiel schon ein bisschen länger gespielt. Könnt auch mal gucken, wie lange. Tingela, Jingela, Swingela und Davi. Ich guck mal ganz kurz. Entschuldigung, Seite von Fabian. Meine Seite von Profil. 45 Stunden oder mehr ist jetzt nicht viel, aber ist schon ein bisschen was. Die Ulra-Schlucht, ich habe es Ultra gelesen. Ich versuche auf jeden Fall noch erstmal an irgendwelche Schreine ranzukommen, die eher simpel sind. Und ein simpler Schrein wäre der hier. Eigentlich. Hier oben ist noch ein Schrein, soweit ich weiß. Oder haben wir den hier schon gemacht mit dem Iosoo-Schrein? Ich glaube, hier oben ist noch ein Schrein. Meine ich. Ich könnte nachgucken, aber das würde zu viel Zeit beanspruchen. Und ich will ja auch Sachen selber teilweise herausfinden oder wiederentdecken. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal hier zum Stall am Berg und holen uns mit dem Geld, was wir noch haben, die Brandschutzmedizin, um uns dann vorzukämpfen zu den Goronen. Das wäre erstmal aus meiner Sicht so das Wichtige. Ja, das wäre einfach mal so das, was wir jetzt mal so anpeilen können. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Man merkt, ich bin ein bisschen weniger gesprächig, weil mir auch selber nicht einfällt, worüber man sprechen könnte. Was mir gerade noch so einfällt, es gab viele Überlegungen, ob es sowas wie eine Switch Mini oder XXL geben wird. Zum einen, also es gab wirklich die Theorie, ey, da ist ja ein DS, ein 2DS gab und ein... Ja. Morgen! Wenn du nach Corona willst, verkaufe ich dir Brandmuni. Selbst erfahrene Reisende nehmen mindestens 3. 1,60, 210, ich nehme sofort 3. Ich könnte auch den Rodonit verkaufen. So, ich nehme am besten nochmal. Dann teleportiere ich mich erstmal hier oben hin. Also es gibt halt einmal diesen 2DS, dann gibt es den 3DS XL, den 2DS XL, den New 3DS, New 2DS etc. pp. Und man hat sich halt überlegt, so Nintendo macht sowas doch gerne, nur halt um die Hardware ein bisschen abzugraden, geschweige denn um halt eine neue Variante rauszubringen, um wieder auf dem Markt zu sein. So ist es bis jetzt bei meiner Auffassung so gewesen und ich gehe stark davon aus, dass es keine zweite Switch geben wird. Vielleicht. Also, jetzt nicht sowas wie eine Switch XL oder eine, weiß ich nicht, sowas wie eine Switch Mini. Wenn, dann wird es, also, um meine Aussage eben zu revidieren, es wird doch eine Switch 2 geben. Es könnte eine geben. Was ich damit meine, ist einfach, die Switch an sich hat ein Update gehabt, wo ein weiterer Chipsatz unter, ein weiterer GPU-Chipsatz unter, vermerkt ist. Was heißt vermerkt ist? Der ist halt einfach im Source Code vorhanden.
Und es wird darauf spekuliert, dass sich dann eventuell einer denkt, so, es gibt eine zweite Switch. Schön und gut. Kann sogar so sein, wäre eigentlich nicht gerade schlecht, wenn sowas wie eine Aktion kommt, so, ey, tausch deine alte gegen eine neue Switch, gegen ein bisschen Aufpreis. Das würde ich sogar so hinnehmen. Ich glaube, ich markiere mal ganz kurz hier die Stelle mit Edelstein. Einfach nur um zu wissen, ey, hier gibt es Edelsteine zu farmen. Es gibt noch einen einfachen Weg, um an Edelsteine ranzukommen. Den werde ich euch auch nochmal zeigen. Ist auch kein allzu unoffensichtlicher Weg, denn es gibt sowas wie, die heißt auf, im Englischen Ivarok und im Deutschen heißen sie, glaube ich, Talus. Oder Tali. Tali ist, ich glaube, die Mehrzahl, also Talus an sich. Tali ist die Mehrzahl. So. Und die geben halt, wenn sie sterben, geben die Edelsteine ab. Hier sind wir jetzt in der Südmine. Aber worauf ich noch eben zu sprechen kommen wollte oder eben auch drüber gesprochen habe, ist einfach, dass es sein kann, dass eine Switch Mini kommt und nicht eine Mini, sondern eine Switch, eine upgradete Switch. Ist ja auch alles kein Problem, kann ja auch dementsprechend der Fall sein und wäre nicht schlecht. Halt kommerziell wäre es nicht schlecht für Nintendo, gegen sowas wie einen Aufpreis die alte Switch einzuschicken und eine neue dafür zu bekommen oder den neuen Chipsatz. Ja, auch alles kein Problem, nur aus der Verbrauchersicht hinweg ist es mehr eine eher bescheidene, eher eine dumme, eher eine, ich will eigentlich schon eher sagen, eine eher bekloppte Sicht. Da jetzt dasselbe Objekt, nein, etwas besser auf den Markt kommt, possible, also möglich ist es und wäre ja auch an sich aus Nintendo-Sicht nicht schlecht. Aber jetzt ernsthaft. Das war, glaube ich, gerade die Strafe von Nintendo, dass ich darüber gesprochen habe. Das wollte ich einfach nur mal so anmerken. Ja, ich gucke mal ganz kurz, vielleicht habe ich eine Nachricht bekommen. Hat man vielleicht gerade gehört. So, nee, habe ich nicht. Auf jeden Fall nichts Wichtiges. Pups. Ja. So, das war einfach so meine Ansicht, dass halt mehr oder weniger gesagt werden kann, ey, es kommt eventuell eine Switch 2. Wobei ich jetzt das Gegenargument einwerfen muss, ich habe damals, als die Wii U angekündigt wurde, gedacht, dass das so etwas wird, wie die Switch ist. Ich habe in der Hinsicht das Gefühl, dass die Switch eine Art, nicht nur Weiterentwicklung, sondern genau das ist, was die Wii U hätte sein sollen. Das auch an sich nichts Schlechtes. Und es kommt für mich halt so rüber, dass die Switch eventuell das ist, was die Wii U hätte sein sollen. Jetzt nicht in diesem Kompaktmodus, sondern dass ich habe halt wirklich damals. Ups. So, das war jetzt die Ansicht auf einen der Titanen, das Chamäleon in dem Fall.
oder die Echse. Und ich hab halt damals gedacht, ey, die Wii U, das ist halt nur dieses Gerät. Man hat natürlich die eigentliche Konsole auch gesehen, nur die ist mir halt in dem Fall empfallen. Und ich habe gedacht, ey, das Tablet ist halt mehr oder weniger die Konsole. So habe ich mir das halt damals vorgestellt. Hab mir gedacht, ey, das ist die Konsole, beziehungsweise es hat eine so hohe Reichweite, dass man auch locker nur auf dem Gamepad spielen kann. Man kann auf dem Gamepad spielen mit einer eher niedrigen Reichweite, mit eher niedrigen Specs, was so das Gamepad anbelangt, weil man hat bessere Technik gesehen, was so Akkus anbelangt mit mobilen Geräten. Das sind jetzt, also, und haben wir jetzt wirklich nur eine Brandschutzmedizin dafür verbraucht? Interessant. Ich bin noch eine Abkürzung gegangen. Und aus meiner Sicht ist die Switch nichts anderes als eine Wii U 2. Es gab auch damals, wie ich halt auf eine Switch Mini kam, es gab damals eine Wii Mini. Das war kurz vor Ende des kurz vor Ende der Wii und kurz vor Anfang der Wii U gab es eine Wii Mini. Das war eine Kompaktvariante, eine wirklich abgespeckte Variante der Wii. Das Betriebssystem gab es so in der Hinsicht nur, man konnte keine GameCube-Spiele spielen, sondern einfach nur die Wii-Spiele und es war ziemlich klein, das Gerät. Und sowas wird es, glaube ich, für die Switch aus meiner Sicht heraus jetzt einfach nicht geben. Da die Switch sich jetzt schon viel mehr präsentiert hat als, ich glaube, sogar als die New 3DS und so weiter Geschichten. Ich bin da nicht ganz aktuell, das ist jetzt so meine Ansicht der Sache. Möglich ist alles, kann man mal eben ganz kurz so raushauen, möglich ist wirklich alles, nur ob das wirklich im Interesse von Nintendo liegt, ist so ein bisschen komisch. Willkommen, Edler Link. Kennen wir uns? Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier lang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre er einer der legendären Recken. Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daruk, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Okay. So. Oh, ein Kunde. Bist du ein Reisender? Da muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Folge mir. Da wären wir. Dies ist der Rüstungsladen. Vor kurzem ist so ein Vieh namens Varudania aus dem Todesberg erschienen. Seitdem ist die Brandgefahr hier noch größer geworden. Wenn du schlau bist, kauf dir Schutzkleidung. Komm ruhig herein. Du hast das Vergnügen, im Rüstungsladen Muki-Markt zu stehen. Wie kann ich dir helfen? Kaufen. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir wissen jeden Kunden zu schätzen. Mit unserer Ausrüstung bist du auch an Ort sicher, wo noch größere Brandgefahr herrscht als in Goronia. So wie du jetzt angezogen bist, solltest du nirgendwo hingehen, wo es feuriger ist als in Goronia. Naja, an solchen Orten dürfen eigentlich sowieso nur Goronen sein. Kann verkaufen. So, was möchtest du verkaufen? Auf jeden Fall den Rodonit, den ich gerade gefunden habe. Und, ja. Rodonit hier, 200 Öcken, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. So, und den Bernstein kannst du auch noch haben, wenn du willst. Ich hab einen Trüffel, ne? Den Maxi-Trüffel habe ich sogar, oh mein Gott. Nee, das war schon, danke, komm bald wieder. Also, wir könnten uns jetzt die Hose holen, nicht mal die Hose holen. Wir können uns das Oberteil holen. Ich weiß nicht, ich würde am liebsten die Hose haben, aber die kostet ein bisschen mehr. Jetzt mal, warte mal. Das kostet 700. Das kostet 600. Das sind 1300. 3300 brauchen wir insgesamt für die ganze Rüstung. Okay, ist machbar. Du hast das Vergnügen. Nein, ich wollte was verkaufen. Aber okay. Was möchtest du verkaufen? Etwas eher teureres, was man dann auch locker. So, die Herzen. 8 x 20. 20, 40, 60, 80. Das sind 4. 100. Ja, passt. Kriegst du sogar 4 Stück nur. Das passt nämlich. Von den 160 Rubinen habe ich. So, Entschuldigung, da war ich. Da bin ich wieder. Sonst nichts.
Habe ich das jetzt geholt? Ja, hier, oh. Nimm das Geld zurück. Dankeschön. So, jetzt haben wir auch endlich eine Brandschutzhose. So, jetzt sind wir in Goronia und können uns dann auch Übernachtungen, können uns dann auch endlich den eigentlichen Sachen widmen, nämlich den Schreinen, die wir hier haben. Das sind, ich glaube, maximal 4 Stück an der Zahl. Das heißt, wir haben dann noch 7 weitere zu tun später mal. Und wir können hier schon anfangen, eigentlich eine Mission zu machen für Taburasa. Aber da müssen wir nochmal ganz kurz nach Taburasa hin. Ich laufe mir gerade richtig den Ast ab, obwohl da oben der Schrein ist. Ich suche gerade den anderen Schrein. Den finde ich aber nicht. Haben wir eigentlich Platz für... Nein, haben wir nicht. Wir können auch ebenfalls hier Erze sammeln. Das heißt, ey, ich gehe zwischendurch mal einfach hier hin und sammle ein paar Erze. Das können wir später mal wieder machen. Oh, ein Kind Corona. Hier haben wir auch jeweils ein was Herausforderung bestand und solche Bewährung erhalten. Ich möchte jetzt aber nichts kaufen. Ich möchte lieber doch nicht gehen. Bin in Frieden. Also hier haben wir auch eine Statue, die habe ich bis jetzt noch nie beachtet. Ist mir auch mal so, man nebenbei was erwähnt, dass mir das nie aufgefallen ist, dass da jeweils auch. Oh, eine Liana? Was machst du denn hier? In dieser Richtung gibt es nichts außer einer verlassenen Mine. Da treiben sich Monster rum. Das ist gefährlich. Mir doch scheißegal. Ich will sowieso nicht in die Mine. Ich will... Zum einen möchte ich in den Schrein rein. Und zum anderen möchte ich euch zeigen, dass es hier auch Octoroks gibt. Den Shimo-Itose-Schrein. Die Octoroks werden später noch wichtig. Ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr verrostete Sachen habt bei Zelda... In diesem Zelda jetzt nur. Wenn ihr verrostete Sachen habt, einfach alle aufsammeln, die ihr so finden könnt. Eventuell euer Inventar mehr oder weniger dumpen mit Sachen, die ihr nicht braucht. Verrostete Sachen nehmen und einfach einem Dingens, einem Octorok vor die Füße werfen. Der nimmt die auf und dann spuckt er sie entrostet wieder aus. Und das ist an sich schon ziemlich cool. Warum werfe ich das? Das hat in dem Fall den Vorteil, es gibt verschiedene Arten von Waffen, die da rauskommen können. Zum einen kann da einfach nur eine normale reisende Waffe rauskommen. Ist ja auch natürlich nichts Schlechtes. Ein Feldspalter. Oh mein Gott, dafür haben wir keinen Platz. Den könnte ich mir markieren für später mal. Oh. Ich weiß jetzt nicht warum, aber... So, das ist einer meiner Lieblingstempel eigentlich hier. Was machen wir auf hier? So. Richterschwert können wir nicht nehmen. Kann man dafür rauswerfen? Ich würde sagen, die Lanze. Ciao. Antike Schrauben. Die esse ich zum Frühstück. Ja. Hab echt vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Bin echt vergesslich geworden. Das tut mir ein Rodonit. Hier wieder was zu verkaufen. Find ich gut. Find ich nice. Very nice. Very, very nice. Very, very nice. So, jetzt kommt ein eher trickier Part. Denn
Was zur Hölle mache ich da? Nachdem. Das ist einfacher. Wesentlich einfacher. Wie jetzt? Ist hier. Muss mal ganz gut gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, moin! Doch nicht, das kommt ja nicht mehr. Doch, kommt. Manchmal vermisse ich diesen Sound einfach. Ein kleiner Schlüssel, den können wir gut gebrauchen für die Tür. Die uns verschlossen blieb. Da ist noch eine Kiste. Was da so drin ist. Eine Waffe oder so. Eisfalle. Man kann immer gut gebrauchen. So. Jetzt wird es difficult. Oder nicht? Das habe ich nämlich difficult in Erinnerung, weil ich da keine Feuerpfeile hatte zum Schießen. So, hier eben ablegen. Na komm mal. Da wurde ich nochmal ganz kurz unterbrochen. Aber wenigstens schon mal einen Schreiner von denen, die wir eigentlich angepeilt hatten. Dann war es das auch schon wieder erstmal für die Aufnahme. So, du hast meine Prüfung gemeistert und zwar bist du der auserwählte Held. Können wir überspringen. Das ist für mich schon wieder 7 Minuten. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Jetzt haben wir die 30 wenigstens schon mal geknackt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Abonniert, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt und läutet die Glocke, um zu gucken, ey, Mr. Enrams macht hier gerade schon wieder ein neues Video von einem Spiel, was ich nicht kenne, oder von Zelda und wird wieder geclaimed, etc. pp. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch so, was euch soweit gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wenn euch was gefallen hat. Halt konstruktive Kritik in die Kommentare oder einfach nur mal Ideen, was man so machen könnte, eventuell in diesem Spiel hier, etc. pp. Ciao.